Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Mission Age of Mythology Kampagne Nummer 25 Begrüßungskomitee. Die nordischen Clans bekämpfen sich gegenseitig und die Helden müssen die Flagge von Skuld nutzen, um sie zu vereinen. Also wir haben weiterhin die Flagge mit dabei aus der letzten Mission und die soll jetzt tatsächlich diese ganzen Gruppierungen zusammenfügen. Sie haben aufgehört zu kämpfen. Das Banner funktioniert. Ich traue meinen Augen nicht. Volstags Männer wagen es, hierher zu kommen? Volstag hat mein Vieh gefressen und meine Hütte in den Fluss geworfen. Tötet sie! Tötet sie alle! Was zum... Männer, verteidigt die Front! Speerträger vorwärts! Axtkämpfer los! Ja, es war ja klar, dass das nicht so einfach ist. Das heißt, wir haben jetzt effektiv alle drei gegen uns. Ich verstehe nicht, warum die Nordmänner uns angegriffen haben. Sie schienen meine Flagge nicht zu mögen. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Diese Männer scheinen von Skulls Flagge angezogen zu werden. Wenn wir sie benutzen, um ihre Clanführer anzulocken und zu besiegen, könnten wir sie vielleicht vom Kämpfen abhalten. Wir könnten die Nordmänner aus ihren Lagern locken und ihnen im Freien auflauern, wo sie verwundbarer sind. Bauen sie mindestens 5 Türme, benutzen sie den Vollstack-Banner-Träger, um die Clanführer in den Hinterhalt zu locken. Okay. Hab ich die Ressourcen für sowas? Ja, das können wir ja schnell machen. Dann müssen wir... Hat er eine Fähigkeit? Nee, der muss einfach, glaube ich, in die Gegend laufen und dann... Okay, wir müssen die da alle quasi rauslocken. Und ich kann hier sogar noch abkürzen. So eine Sichtweite brauchen wir nicht. Was wir dann brauchen, sind die Zinnen. Dass die nochmal ein bisschen mehr Damage machen können. Schadensbonus und maximale Reichweite. Können wir vermutlich sogar noch ein bisschen mehr an. Das ist aber gut. Und eine Quelle für uns hilft dann auch direkt. Und dann haben wir noch einmal die Bronze. Wir wollen hier eine möglichst starke Position. Gut, der ist ein bisschen weit weg. Bei dem wird das spannend. Den können wir eventuell auch hier reinlocken. Wir müssen einfach bloß hin und dann weglaufen. Tilbuin. Ja. Gib ihm dann noch Ressourcen für einen Turm oder zwei. Währenddessen wirkt eh noch die Heilung. Das ist jetzt unsere Vorbereitung. Bin mal gespannt, wie das genau abläuft mit dem. Stellen uns da auf und schauen mal, was okay. Unten gibt es Gold. Einfach eine Goldmine, an die ich aber nicht wirklich rankomme. Interessant. Generell, der ganze Bereich ist eher für die Cutscene gewesen. Außer, gut, das könnte man auch zum Fighten ausnutzen, die Position. Aber wir haben, glaube ich, haben wir so viele Fernkämpfer? Doch, wir haben einige Axtwerfer tatsächlich. Wir haben einige Fernkämpfer. So, dann haben wir unsere Armee beisammen und fangen mal mit Pink an. Gucken, wie der... Ich könnte den Bannerträger alleine laufen lassen. Der hat keine so schnellen Einheiten. Ja, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Genau, komm hier rein. In meine Fallposition. Dann rennen wir da mal drauf und gucken, dass wir das irgendwie gemanagt kriegen. Wir müssen ein paar Einheiten, die angeschlagen sind, nach hinten ziehen. Und dann ist das eine volle, breite Front, die wir da gerade bekommen. Okay, wir haben eine Valkyrie hier mit dabei. Die Front kriegt gerade Schwierigkeit. Meine Axtdörfer müssen ein bisschen aufpassen, die darf man nicht einquartieren. Das wäre... Wie bald ist der Kampf gefallen? Unsere Äxte stehen dir zur Verfügung. Ah, oder natürlich... Stimmt, wir müssen eigentlich nur den Anführer ausschalten. Müssen nicht die Menge bekämpfen. Das heißt, eigentlich können wir fokussen. Repariert der gerade? Ich krieg den Turm nicht angeklickt. Repariert der das denn? Es fühlt sich nicht so an. Ah, doch. Okay, ja, Valkyrie mit am Start. Mehr Trupp mit am Start. Wird Zeit, dass wir Rot mit dazu holen. Der ist ja direkt nebenan. Eigentlich sollte vielleicht meinen Bannerträger rausholen. Kurz frech winken und dann laufen. Und dann Anführer ist der große Kollege mit dem Hammer. Ja. Ihr
Im Prinzip, wenn wir den direkt wegkriegen. Oh mein Gott. das lief besser als erwartet. Ja gut, dann holen wir den letzten Kollegen auch noch, oder? Okay, also wenn man den schnell sniped, dann geht das um Welten krasser als... Ich meine, was sie jetzt hier in Armee haben, ich sehe uns eigentlich nicht den letzten Fight verlieren. So, auf keine Art und Weise. Wie viel nah muss ich kommen, dass ihr loslauft? Wie weit schnell muss ich weglaufen? Sobald hier sich hier was bewegt, müssen wir los. Ja, bewegt sich was. Und lauf. Ah, jetzt nur ein kleiner Trupp. Okay. Was seid denn ihr alles? Ihr scheint Huskalle. Seid Nahkämpfer also. Okay, nee, irgendwie will er nicht so ganz. Ich meine, die haben immer noch eine Bronze-Rüstung, mit der wir fighten können. Das ist okay, jetzt. Lauf, 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 lauf. Okay, erstmal müssen wir den ganzen Krimskrams los. Okay, dann zerstören wir einfach deine Armee. I don't care. Wo ist denn der Held? Ah, okay, der lässt sich gerade etwas mehr surround. Ja, aushelfen. Dann aber zünden wir die Bronze. Da ist er. Kriegen wir den gesniped. Ja, haben wir. Du hast Angrim besiegt. Du bist wahrlich ein großer Krieger und wir werden dir folgen. Okay, das ging erstaunlich schnell und einfach. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Okay, also einfach da anlocken und dann vollen Fokus auf den Held. Und wenn der Held fällt, bekommt man die Truppen. Und was macht die restlichen Kämpfe einfacher? Gut, damit eine sehr, sehr kurze Mission. Und wir machen weiter mit dem nächsten Part. Bis zum nächsten Mal und ciao.